Ja, dieses Video besteht aus einer Einheit aus A und B. Schauen Sie nachher also auf dem Sender unter Videos, dann finden Sie auch sofort die Nummer B. Ja, das B, den B-Teil. Auch die Überschriften gehören zu beiden Videos gleichermaßen. Ja, wir fangen an heute mit den Irrwegen von der Taz-Autorin und Redakteurin und so weiter, Ulrike Herrmann. Ja, sie träumt auch immer wieder von dem Nachfrage-Aspekt, dem Keynesian Traum sozusagen, oder keynesianischen Traum, ja, den ja auch Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine immer geträumt haben und immer wieder träumen, nämlich, dass man doch die Unternehmer, unsere geliebten Milliardärskönige, wo sind sie? Na, da sind die Milliardärskönige hier. Unsere geliebten Milliardärskönige, dass wir die dazu nötigen könnten, die Löhne der Menschen zu erhöhen über die Drohung. Ja, die Menschen haben ja dann nicht mehr genügend Geld, um eure Produkte zu kaufen. Das ist natürlich albern. Ja, also so geht's nicht. Ja, denn jeder vernünftige Unternehmer weiß, wenn ich in Deutschland produzieren lasse, dann ist mir das natürlich am liebsten, wenn die Deutschen für 1 Euro die Stunde arbeiten. Ne? Das ist doch selbstverständlich. Das ist für jeden Unternehmer selbstverständlich, dass ihm das am liebsten ist. Denn die Deutschen, denn man braucht doch als Unternehmer die Deutschen nicht als nachfragestarke Kunden. Es reicht doch, wenn der Rest der Welt noch genügend Nachfragestärke besitzt und wenn die Reichen mir die Produkte abkaufen. Ich kann doch im Zweifelsfall einfach sozusagen nur noch in Zukunft nur noch Produkte für Reiche herstellen lassen und die haben genügend Geld, um mir das abzukaufen. Also die Nachfrage interessiert mich doch überhaupt nicht. Ja, ich kann doch einfach die Produkte wechseln und in einen Bereich gehen, wo es nachfragestarke Kunden geht. Ja, gibt. Von daher ist also dieser Versuch, dieser rührende Versuch, sozusagen die Unternehmer dazu vermeintlich zu nötigen zu können, das ist eine Illusion. Also das ist kein Weg einfach. Ja, wir müssen schon sozusagen den Milliardärskönigen ganz klar sagen, welche Vorteile sie durch den Ausstieg aus dem Kapitalismus, wie die zweiten Scientists for Future 2 das planen und vorschlagen sozusagen, wie da die konkreten Vorteile für die Milliardärskönige aussehen, warum sie unbedingt diese Beendigung der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall brauchen, sozusagen, dass der nicht, wie Dr. Markus Krall will, in der neuen Verfassung verankert wird, sondern dass er gestrichen wird, dass wir nie wieder eine freie soziale Marktwirtschaft von Dr. Markus Krall und Professor Max Otto und so weiter nie wieder bekommen dürfen, denn die hat das Leben unserer Milliardärskönige ruiniert. Ja, vielleicht erkläre ich das mal ganz kurz. Also, wenn wir schon bei Dr. Markus Krall und Professor Max Otto und der Werteunion und so weiter sind und bei diesem ganzen Fans der zerstörerischen freien sozialen Marktwirtschaft, dann gehen wir doch mal direkt gleich drauf ein. Wie hat also die freie soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus oder Raubtierkapitalismus, wie hat er das Leben von euch, liebe Milliardärskönige, zerstört? Und warum solltet ihr einer Beendigung des Kapitalismus so nicht nur zustimmen, sondern sofort vehement dafür kämpfen? Für die Beendigung der freien sozialen Marktwirtschaft und für das Ausstiegsmodell der zweiten Scientists for Future 2. Warum solltet ihr sofort dafür kämpfen? Ich mache nur ganz wenige Beispiele. Hier, dieser Händler erzählt, ja, ist doch wunderschön, dass die
Kommunen, dass in den Kommunen, den Naturkommunen vor 400 bis 300.000 Jahren, dass ihr alle so schön schmust miteinander, dass alle so viel Liebe haben, dass sich alle mögen und lieben und dass alle Männer den Frauen und Kindern alles schenken und so weiter. Und da so eine echte matriarchaler Urkommunismus ist, mit ganz viel Liebe, Zärtlichkeit, Körperkontakt, ein erfülltes Liebesleben von morgens bis abends sozusagen. Und dieser Händler erzählt, nein, also das ist ja ganz unschicklich, dieses ganze Geschmuse und dieser ganze Sex und ach, widerlich, ekelhaft. Und dann dieser zärtliche Kontakt zwischen Muttern und Kindern und dass die Mütter ihre Babys mit der Zunge abschlecken und so weiter am ganzen Körper, auch noch an den Genitalien, pfui und ekelhaft. Ach, widerlich ist das Ganze sozusagen. Und der macht in der Marktwirtschaft, im freien Markt, macht dieser Glückszerstörer, der also sozusagen die natürlichen Bedürfnisse und Glücksquellen der Milliardärskönige und aller anderen Menschen auch zerstört mit seiner Rhetorik und mit seinen Irrtums, gewinnbringenden Irrtümern. Der wird viel verkaufen, denn die Leute werden sich allmählich anfangen, sich selbst den Körperkontakt zu verbieten und die Zärtlichkeiten zu verbieten, werden spröde werden, sexuell verklemmt werden und so weiter. Und dann kann er hier zwei Kinder ernähren, im Gegensatz zu dem, wo immer nur ein Kind ernährt werden kann und hier sogar der Laden geschlossen werden kann. Er kann den anderen sozusagen auskonkurrieren und zur Pleite zwingen mit seinen Werbegeldern und so weiter. Hier spätestens nach ein paar Generationen ist von dieser Art Händler, der die Wahrheit sagt, nichts mehr da, aber der unser aller Liebesleben und der den Milliardären die Liebe im Leben geraubt hat, ja, der kann zwei Kinder ernähren und dann kann dieses Kind wieder drei Kinder ernähren und jeder dieser Händler sozusagen, dieses riesigen Handelsimperiums, das aus diesem einen erwächst, trägt diese Irrtumsmeme weiter und lässt sie in die ganze Gesellschaft einsickern über seine Werbefirmen, über seine Marketingabteilung, über Zeitschriften, die dann in seinem Sinne schreiben. Schließlich kriegen sie von ihm Annoncen und so weiter. Ja? Also so haben wir dann, lass es mal nur bei diesem einen Beispiel. Lieber Milliardärskönig, das ist jetzt also ein Beispiel, das dir von deinem Lebensglück hat dir die freie soziale Marktwirtschaft hat dir 90% deines Lebensglückes geraubt, denn du hast garantiert nicht einmal 10%, auch wenn du jetzt als Milliardärskönig hingehst und irgendwelche kriminellen Kindervergewaltigungspartys dir leistest und so weiter. Diese Kinder werden dich immer hassen oder diese jungen Mädchen und Jungs und so weiter werden dich immer hassen. Ja, niemand wird dich wirklich lieben und du wirst, dein Liebesglück wird immer nur in der freien sozialen Marktwirtschaft immer nur maximal 10% von dem sein, was hier im Urkommunismus vor 300 bis 400.000 Jahren gelebt wurde. Da können wir nur mit Neid drauf blicken. Alle können wir damit nur mit Neid drauf blicken. Also lieber Milliardärskönig, das war zum Beispiel ein erstes Argument, warum du uns und den zweiten Scientist for Future 2 ganz schnell helfen solltest mit all deiner Milliardenmacht, dass wir endlich aus der freien sozialen Marktwirtschaft, generell aus der sozialen Marktwirtschaft, generell aus dem Kapitalismus aussteigen, damit du wieder ein glückliches Leben führen kannst. Ja? Also, liebe Ulrike Herrmann, das sind Argumente, mit denen man vernünftige Milliardärskönige überzeugen kann. Und gehen wir weiter. Mir ist gerade noch ein Beispiel so auf die Schnelle eingefallen. Zum Beispiel, lieber Milliardärskönig, du isst doch irgendwas.
Du kaufst doch irgendwas ein oder du lässt einkaufen. Und jetzt guck dir an, was mit dem Lebensmittelhandel passiert ist in der sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, ja, was da und das Professor Max Otte, was da passiert ist. Hier, dieser Händler, der sagte, ach ja, also liebe Leute, ihr solltet mir, also ich verkaufe euch nur herrliche, superreif geerntete, naturbelassene Früchte ohne jegliche Verzüchtung, ohne jegliche Gentechnik, ohne jegliche Veränderung und entsprechendes Gemüse ohne Glyphosat und alles andere auch und so weiter. Und denn nur sonst werdet ihr mir ja krank. Und dieser Händler, der verkauft nicht viel, weil die Leute er verkauft ganz normal viel, das war jetzt ein Fehler von mir, aber der andere, der macht etwas ganz anderes. Der hat den Irrtumsgedanken im Kopf. Ja, nein. Also ich mache in alles, was ich herstelle, ich mache Fertigprodukte, da mache ich Streckmittel rein, so wie ein Heroinhändler, strecke ich das Ganze mit billigstem Zucker, mit Salz, mit Transfetten und mit billigsten Stoffen, mit Konservierungsstoffen, mit Farbstoffen. Das Ganze ist gespritzt, meine Rohstoffe sind gespritzt mit Glyphosat, Pestiziden, Fungiziden, alles voll Gifte, alles ein reiner Chemie-Cocktail. Und der ist genauso gesund wie diese reifen Früchte des anderen. Und der kann seine Produkte billiger anbieten. Der bietet also Ernährung zum billigeren Preis, weil die Rohstoffe sind spottbillig. Dieser ganze Chemie-Cocktail ist spottbillig. Und die Massenware, diese vergiftete Massenware, die er herstellt, ist spottbillig herzustellen. Er hat eine größere Gewinnspanne, wird reicher und kann deswegen dann diesen auskonkurrieren, kann ihn werbemäßig platt machen und kann ihn wegkonkurrieren und verbreitet halt seinen Irrtum, seinen persönlichen Irrtum, dass seine Chemie-Cocktails sozusagen genauso gesund seien wie diese rein naturbelassene Super-Bio, Super-Organic und so weiter Nahrung des anderen sozusagen. Und dadurch kann er zwei Kinder ernähren hier und die können wieder eine Handelsdynastie entwickeln und dann wird der gesamte Welt wird Gehirn gewaschen von lauter Leuten, die alle glauben, dass ihre Chemie-Cocktails genauso gesund sein wie das, was dieser hatte. Und der wird irgendwann, nach drei Generationen muss dieser Laden geschlossen werden, Tauschhandel geschlossen werden, denn er ist nicht mehr konkurrenzfähig, weil der andere ihn mit diesem Irrtum völlig ausgetrickst hat. Und jetzt, lieber Milliardärskönig, was essen Sie? Sie essen doch auch den krankmachenden, lebensverkürzenden Fraß all dieser Irrtumsmemträger, die alle glauben, dass dieser ganze Industriesondermüll, der eigentlich auf die Sondermülldeponie gehört, dass der total gesund sei. Ja? Also verstehen Sie, also lieber Milliardärskönig, das waren jetzt zwei Argumente, warum Sie sofort mit den zweiten Scientists for Future 2 kooperieren sollten und wir alle gemeinsam alles dafür tun sollten, sofort die Marktwirtschaft, die freie Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft, den Kapitalismus, wie Sie es auch immer nennen wollen, sofort zu beenden durch den Ausstiegsplan der zweiten Scientists for Future 2. Ja? Also liebe Frau Herrmann, das sind Argumente und nicht dieses Pseudo-Argument von dass angeblich die Unternehmen unter dem Nachfragemangel leiden würden. Ne? So, hier haben wir also das Kriegsfoto. Jetzt kommen wir zu Sarah Wagenknecht. Sie sagt ungefähr so, sie zitiert einen Autor, der ungefähr sowas sagt wie: Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Und da hat sie, an dem Punkt hat sie recht. Erstmal, warum hat sie recht? Ja, warum, lieber Dr. Markus Krall und Professor Max Otte, warum irrt ihr euch so total mit eurer
freien sozialen Marktwirtschaft, mit dem Kapitalismus. Natürlich trägt der Kapitalismus den Krieg in sich. Er ist, hat ihn sogar erzeugt, denn die Menschen waren vor 400.000 Jahren, habe ich schon oft erklärt, aus vielen Gründen extrem pazifistisch und haben also nur kooperative Beziehungen zu ihren Nachbarkommunen gelebt und keine Kriege mehr geführt. Weil primitive Tiere tun das, primitive Schimpansen mit kleinen Gehirnen machen Kriegszüge gegen ihre Nachbargruppen, aber schon die Bonobos mit ihrer größeren sozialen Intelligenz machen das nicht mehr, und unser Gehirn war vor 400.000 Jahren schon fast dreimal so groß wie das der Bonobos, also waren wir auch dreimal so pazifistisch wie die Bonobos. So, und jetzt kam hier sozusagen dieser Händler wieder, der später aussterbende Händler, kommt und erzählt und sein Märchenerzähler erzählt und seine Werbeleute erzählen und so weiter. Eine Kommune hat nachts die andere besucht und das war ein tolles Fest der Liebe. Alle waren so glücklich und so weiter. Ja? Und der versteht die Sprache falsch, kommt also wieder zu einem Irrtum, einem später gewinnbringenden Irrtum, und glaubt wirklich seine Geschichte, nämlich eine Kommune hat die andere nachts überfallen und alle totgeschlagen und es war ein Blutbad ohne Ende und so weiter. Ja? Jetzt bekommen die Zuhörer hier bei dem Angst, kaufen ihm mehr Steinäxte ab und er wird der erste erfolgreiche Waffenhändler, kann, weil er so viel Umsatz macht, kann er den auskonkurrieren, weil der nur ganz wenige Steinäxte verkauft, weil nur die man vielleicht zum Ausbuddeln von Gemüse in Wurzeln im Boden braucht oder so und zum Abhacken von Früchten, aber der verkauft Steinäxte für eine imaginäre Kriegsgefahr und jetzt fangen die Leute an, darüber nachzudenken, dass sie die anderen selbst totschlagen, damit sie nicht mehr totschlagen können. Und so hat also die freie soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus, den Krieg, den trägt er nicht nur in sich wie eine Wolke den Regen, sondern er hat ihn generiert und jetzt trägt er ihn immer mit sich und erzeugt einen Krieg nach dem anderen, denn damit lässt sich viel Geld verdienen, es lassen sich viele Kinder damit ernähren und es lässt sich eine ganze Waffenindustrie-Dynastie aufbauen mit solchen Irrtumsgedanken, die die Menschen mimetisch einer Gehirnwäsche unterzogen haben, die sie in kriegskranke Menschen verwandelt haben. Und das haben wir seit 400.000 Jahren bis 300.000 Jahren haben wir das nach und nach immer mehr bekommen. Also nach und nach ist immer mehr Krieg in die Evolution gekommen. Ja, und dann übrigens zu dem Kriegsgedanken. Es gibt noch eine schlechte Nachricht, liebe Leute. Ich habe ja schon oft darüber geredet, dass es gut wäre, ein ordentliches Einwanderungsgesetz für Deutschland zu haben und dass es nicht so clever ist, ohne zu gucken. Also ich habe ja immer gesagt hier, schon ganz oft erklärt, dass wir ins Land hinein, dass wir zwar Asylanlagen in aller Welt betreiben sollten, als Deutschland, Europa oder UNO, ja, und Deutschland sich da besonders hervortun sollte, wegen der besonderen Schuld durch Hitler und so weiter, durch die Hitlerzeit, aber dass wir ins Land nur Leute mit einer weit überdurchschnittlichen Qualifikation reinlassen sollten, wenn Europa nicht so kaputt gehen soll und auf afrikanischem Level landen will, sozusagen, ja, mit 1 Euro am Tag für jeden Bürger. Ne? Da ist jetzt der Punkt. Ja, also nachdem der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft, alle Länder der Welt zu Kriegsgeilen aufgehetzt hat, also in Kriegsgeile verwandelt hat, ja, Eroberungskrieger verwandelt hat, ist es nicht ausgeschlossen, dass, also jetzt gucken wir uns das mal gerade hier an, stellen wir uns hier vor, hier haben wir einen, der sagt, ach nein, ich würde nie einen Krieg vom Zaume brechen. Und dann ist hier ein anderes Land vielleicht sogar oder irgendjemand in einem anderen Land, der sagt, nee, ich habe die Möglichkeiten dazu, ich lasse doch mal hier ich breche einen Krieg vom Zaune, ich provoziere einen Krieg und dann können meine Leute sozusagen das, was ich nie direkt schaffen würde. Ich habe nicht genug Militär
um jetzt zum Beispiel Europa zu erobern. Dann mache ich doch einfach Folgendes. Ich starte einen Krieg. Dadurch habe ich dann extrem viele Flüchtlinge. Und die werden dann von Europa aufgenommen. Und die kriegen dann viele Kinder. Und dann habe ich nach einigen Generationen gehört Europa mir. Ja? Also die Frage, also evolutionsbiologisch ist es nicht auszuschließen, dass Kriege gemacht werden, wegen der dadurch möglichen Flüchtlingsströme. Schließlich sind damals also die Türken zum Beispiel vor Wien gescheitert und haben die Eroberung Europas nicht hingekriegt, weil sie schon vor Wien gescheitert sind. Ja? Aber man kann ja auch einen Krieg vom Zaune brechen. Dadurch werden Flüchtlingsströme ausgelöst und die erobern dann Europa, ohne dass man vor Wien stecken bleibt. Ja, also Kanzler Kurz, ist die Eroberung im vollen Gange, könnte man scherzhaft sagen. Naja, also ich will damit nur sagen, Leute, liefert mir mal Beweise, dass das evolutionsbiologisch keine Möglichkeit ist. Ne? Ja, das so viel zum Krieg. Ne? Generell muss ich zu Sarah Wagenknecht sagen, dass sie also insgesamt die ganze Welt retten will, aber noch nicht mal Deutschland oder Europa retten kann. Ja? Also denn sie hat überhaupt kein Konzept, gerade auch mit ihrem Feindbild gegenüber den Reichen, ohne dass wir unsere Milliardärskönige überzeugen, dass sie den Kapitalismus mit uns beenden müssen, wird es keine Veränderung der Situation geben. Ja? Und da kann dann auch Oskar Lafontaine so viel von diesem dieser Nachfrageillusion reden, von der Keynesian Theorie, die aber völlig falsch ist. Ne? So, dann gehen wir mal weiter. Professor Rainer Mausfeld ist wieder aufgetaucht in mehreren Videos. Er redet von Klassenbewusstsein. Ja, also auch er ist wie Sarah Wagenknecht ein Spalter. Er schürt den Hass auf unsere Milliardärskönige. Um es noch einmal ganz kurz anzudeuten, wo ist das Bild hin? So, hier. Vor 400.000 Jahren gab es keine Spaltung. Da gab es eine Kommune, also viele Kommunen in Afrika, übrigens für alle Rassisten und Nazis, der Hinweis, wir sind alle Afrikaner. Wir sind alle, unsere Urgroßeltern waren alle dunkelhäutige, schwarzhäutige Afrikaner. Wir sind nur Mutanten, wir sind nur von der Farbe, Hauptfarbe her geringfügige Mutanten, also unsere Urgroßeltern haben Stück für Stück die schwarze Hautfarbe verloren. Wir sind also alle Afrikaner. Ja? Und deswegen sollten wir ganz glücklich sein, wenn wir Europa lauter hochqualifizierte Top-Afrikaner bekommen mit höchster beruflicher Ausbildung. Eine Gefahr für unsere Wettbewerbsposition in der Welt sind nur Afrikaner, die im beruflichen Qualifikationsbereich aus diesem Bereich stammen. Ja? Alles, was hier niedrig qualifiziert ist, das ist eine Gefahr für unser Land. Aber hochqualifizierte Afrikaner, die sich voll in unser Land assimilieren, weil es sich um anständige Menschen handelt und nicht um irgendwelche dahergelaufene Verbrecher, die nie was gelernt haben sozusagen. Nee, außer Taschendiebe und Dieberei und Drogenhandel und was auch immer, ja. Nein, davon brauchen wir möglichst viel Ausländer aller Art, weil die auch unseren Genpool schön auffrischen würden, ne? und uns bereichern würden. Also so viel zu den Nazis zwischendurch. Also noch einmal, wo war der Punkt? Also früher waren also die Milliardärskönige alle in mehreren, es gab
was weiß ich, wie viele Tausende solcher Kommunen es in Afrika gab vor 400.000 Jahren. Ja? Auf jeden Fall, in jeder einzelnen Kommune gab es keine Abspaltung. Die Fähigsten und die Unfähigsten waren alle in einer Kommune und alle Männer haben den Frauen und Kindern alles geschenkt. Alles war ein Band der Liebe, ein extrem kooperatives, hochsoziales Geschehen und es gab keine Spaltung. Erst durch die Unterdrückung der Liebe, die ich ja gerade eben geschildert habe, wird das also eben hier das Liebesleben sozusagen durch diesen Händlerstrang hier und diese Händlerdynastie zerstört wurde und wir alle Menschen verklemmt gemacht wurden und sexuell unterdrückt und neurotisch und verklemmt sozusagen gemacht wurden. Und dadurch dann natürlich auch die Milliardärskönige keinen Grund mehr hatten. Warum soll ich den Frauen und Kindern alles schenken, wenn die Frauen kaum noch Sex mit mir haben und ich dann dadurch auch gar nicht mehr weiß, ob da noch Kinder von mir sind und so weiter. Warum soll ich da überhaupt noch, und dann haben die Milliardärskönige gesagt, dann mache ich doch mein eigenes Spiel, gönne ich mir den Spaß, ein erfolgreicher Tauschhändler zu werden und ein erfolgreicher Akkumulator zu werden, also ein Anhäufer von Gütern und später Geld und so weiter. Das macht auch Spaß. Ja, wenn die Frauen mich nicht mehr lieben und so, ja, dann mache ich halt so. Und die ganzen Verbrecher haben sich abgespalten. Und so haben wir dann jetzt also quasi Verbrecherbünde und Milliardärskönigebünde, die abgespalten sind und die also auch dann vielleicht in gated communities leben, also die also natürlich, wenn wir sie nicht vernünftig überzeugen, dass sie viel glücklicher werden würden, wenn sie wieder in den Kommunen wie damals in Afrika leben könnten und wieder voll geliebt wären und so weiter. Also wenn wir sie da nicht überzeugen können, hilft alles andere nichts, denn sonst schotten sie sich einmal mehr in diesen gated communities ab. Also diesen Trutzburgen der Reichen sozusagen und hat nichts anderes eine Chance. Also Professor Rainer Mausfeld ist also auch ein Hetzer wie Karl Marx, weil er quasi sagt, Klassenbewusstsein, das heißt, wir sind die guten Menschen, wir sind die Proletarierklasse und die Klassenfeinde sind dann unsere Milliardärskönige. Mit diesem Schwachsinn, diesem unsinnigen Denken bitte aufhören. Das ist alles krank, das ist linksradikal, das ist verfassungsfeindlich, das ist Gewalthetze, das ist reiche Erschießenhetze und so weiter. Und das braucht kein Mensch. Ne? Und bitte, liebe Leute, fallt nicht auf diese Hetze rein. Wir können den Kapitalismus ganz friedlich beenden, zusammen mit den geliebten Milliardärskönigen. Ja? So, dann Cradle to Cradle tauchte wieder auf. Professor Braungart war das wohl. Cradle to Cradle. Da sagte er nochmal gesundes Sitzen für 10 Jahre. Ich erinnere mich, dass einige von den Wissenschaftlern der zweiten Scientists for Future 2 schon vor Jahrzehnten darüber schrieben, zum Beispiel 20 Jahre dichtes Dach. Also das würde dann bedeuten 10 Jahre gesundes Sitzen, 100.000 Kilometer sorgenfreie Autokilometer. Ja, das also natürlich irgendwann, wenn wir sozusagen, ja, ich erkläre es mal ganz kurz hier, wenn wir zum Beispiel, wie gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Modelle, aber wenn wir zum Beispiel hier tatsächlich die Wohlfühlnotenwahlstimme einführen würden und alle Gewinne abhängig, alle Verdienstzuschläge und Verdienstzuschläge alle abhängig gemacht würden von meinen Gesundheitsdaten und meiner Wohlfühlnotenwahlstimme sozusagen. Und dann werden von sich aus die Firmen natürlich anfangen, Cradle zu Cradle zu produzieren. Übrigens, Professor Braungart, Ihr Cradle to Cradle ist natürlich ein Irrweg, weil Sie brauchen die Beendigung des Kapitalismus, die Beendigung der sozialen Marktwirtschaft dazu. Ohne das wird das nicht funktionieren. Ja? Weil erst dann werden die Unternehmer sagen und die Unternehmen sagen, ja, ich will also, dass die Leute maximal gute Wohlfühlnoten
abgeben. Dafür darf ich keinen Müll mehr auf der Welt produzieren, denn der kommt am Ende immer auch zurück zu meinen Kunden und vergiftet die und dadurch geben sie schlechtere Wohlfühlnoten ab und das muss ich vermeiden. Also muss ich jeglichen Müll beenden und alle Produkte, die produziert werden, müssen voll kreislauffähig sein, müssen hundertprozentig kreislauffähig sein. Es darf dabei nirgends zu Müll kommen, sondern es darf überhaupt keinen Müll auf der Erde mehr geben, sozusagen, sondern ich mache, also ich leihe den Leuten einen Stuhl für 10 Jahre gesundes Sitzen und wenn der dann ausgeleiert ist, wird er recycelt und dann stelle ich ihnen wieder einen neuen Stuhl hin, sozusagen. Ja? Und das wird erst kommen nach der Beendigung der sozialen Marktwirtschaft durch die zweiten Scientists for Future 2. Also, aber schön, dass Braungart die gleichen Ideen hat wie einige der Denker der zweiten Scientists for Future 2, so Anfang der 90er Jahre wohl auch schon hatten, ne? Und auch veröffentlicht haben in der Zeitung und so weiter. Ja, ja, dann noch ein Gedanke zum Schluss dieses Teiles hier. Wie ist es in der Evolution? Nochmal, das ist auch bei einigen offensichtlich noch unklar. Ja? In der ganzen Natur ist es so, dass Kinder, viele Kinder oder überhaupt Kinder immer nur die bekommen, die höher leistungsfähigen, das würde bei Menschen bedeuten, die beruflich höher qualifizierten. Ja? Und wenige Kinder oder gar keine bekommen immer die weniger leistungsfähigen Organismen. Ja? Und dieses Naturgesetz, dass sozusagen jede lebendige Gruppierung immer nur dann konkurrenzfähig in der Natur ist und vom Aussterben geschützt ist, wenn die Normalverteilung der Leistungsfähigkeit hier immer so schnell wie möglich läuft und zwar immer so schnell wie möglich nach rechts läuft, also sich steigert. Ja? Und dazu ist die ganze Natur darauf eingerichtet, es sind lauter Mechanismen dazu da. In der Natur ist es natürlich ganz einfach, die wenig Leistungsfähigen finden kein Futter und ihre Kinder verhungern. Das ist natürlich brutal, aber es ist effektiv und dadurch hinterlassen die wenig Leistungsfähigen keine Enkelkinder sozusagen. Und die Hochleistungsfähigen sind die einzigen, die Enkelkinder hinterlassen sozusagen in der Evolution. Und dieses Naturgesetz wollen ganz viele verrückte, antiwissenschaftliche, pseudowissenschaftliche, antinaturwissenschaftliche, antiwahrheitsorientierte Ideologen verändern. Ich kann, bitte, man möge uns schreiben und mir sagen und so weiter in Kommentaren oder was, oder per E-Mail. Ich weiß nicht, was mit der Kommentarfunktion ist, denn eigentlich sind die Kommentare freigeschaltet, aber es kommt nichts an in letzter Zeit. Vielleicht ist da irgendwas, stimmt da was nicht, dann schickt E-Mails an die zweiten Scientists for Future 2. Es sind ja 3 E-Mails-Adressen im Impressum angegeben. Kann jeder hinschreiben und kriegt dann auch meistens sofort einen Rückruf oder was. Und erklären Sie mir bitte, wieso wir als Einzige im gesamten lebendigen Universum im Moment davon abweichen und dazu übergegangen sind, dass wir die wenig leistungsfähigen viele Enkelkinder bekommen lassen und die hochleistungsfähigen so hart bestrafen finanziell, dass die gar keine Kinder mehr bekommen. Wo ist da die Logik naturwissenschaftlich? Denn das führt aus naturwissenschaftlicher Logik automatisch zum Niedergang der durchschnittlichen Leistungsfähigkeit und damit zu einem Lebensniveau, das unter Afrika liegen dürfte und bei 1-2 Euro am Tag Lebensniveau für alle landen dürfte. Ja, außer vielleicht einigen wenigen, aber die Masse wird dann auf 1-2 Euro am Tag Lebensstandard landen. Ne? Also bitte noch einmal erklären, warum also wir von dem Naturgesetz abweichen sollten, dass eine Art in der Natur immer nur überleben kann, wenn sie genügend Mechanismen darin bestehen, dass nur die hochleistungsfähigen Kinder bekommen und die weniger leistungsfähigen
keine Kinder bekommen oder wenigstens keine Enkelkinder bekommen. Ne? Gut, also das so als bitte als wir lassen uns ja gerne belehren. Also ich lasse mich ja gerne belehren, wenn ich die Naturwissenschaft und die Naturgesetze falsch verstanden haben sollte, bitte gerne korrigieren. Ne? Ja, so, also und jetzt bitte sofort in dem Sender, der unsere Videos veröffentlicht, wer das auch immer gerade ist, den Sie gerade schauen, da finden Sie dann auch gleich das Video B noch zum Anschauen. Ja? Also gleich nach dem B-Teil schauen. Tschüssi, bis gleich.